Leute, ich habe gar keinen Bock, aber studying sucks less than failing. In meiner letzten Klausurwoche hatte ich in jeder Klausur 13 bis 15 Punkte und dieses Mal habe ich sehr viel Angst, weil ich nicht glaube, ich darf es eigentlich nicht sagen, man soll nicht immer so negativ sein, ne? Auf jeden Fall, ich habe Angst. That's everything I can say at the moment. Ich habe Angst. Und ich komme aus der Schule. Es ist 17 Uhr, ich hatte bis gerade noch eben Schule. Ich sehe auch ein bisschen fertig aus, mein Zimmer ist sehr unaufgeräumt, aber egal. Dieser Schrank, warum ist der offen? Ich habe gar nicht so viel Mathe momentan gemacht. Also ich hatte gestern ein Study Date, da habe ich gelernt. Ich habe heute in der Schule, ich hatte 5 Freistunden. Da habe ich ein bisschen gelernt, mit Leuten aus den Leistungskursen. Das war ganz cool. Also wir haben Stochastik. Stochastik. Keiner mag Stochastik. Leute, ich vergesse bei Integralen irgendwie immer das Plus C am Ende noch anzumachen. Pack. Dann reiß die ganzen Sachen so ab. So fertig aus. Das sage ich immer in meinen Klausur-Vlogs, ne? Es ist aber einfach immer so. Es ist mittlerweile schon 21 Uhr. Ich habe jetzt gerade so 1,5 Stunden nochmal gelernt, aber jetzt nicht so extrem viel. Unsere Themen morgen sind Integrale und Stochastik. Und Stochastik habe ich ganz viel in der Schule geübt und deswegen habe ich jetzt heute Abend nur noch Integrale gemacht. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich jetzt nicht so viel Stochastik gemacht habe. Auf jeden Fall werde ich heute dafür jetzt nichts mehr machen, da ich lieber genug Schlaf bekommen möchte. Und ich glaube, ich mache gleich noch so ein bisschen Mindset-Arbeit. Das heißt, ich lese vielleicht noch ein Buch oder ich höre noch eine Meditation oder irgendwie so. Ich hatte nämlich gerade bei den Übungsaufgaben, hatte ich sehr viel falsch. Und das ist einerseits beruhigend, weil ich jetzt weiß, dass ich diese Fehler morgen nicht mehr machen werde, weil ich sie heute schon gemacht habe. Aber andererseits auch gar nicht so beruhigend, weil ich eben viel nicht kann oder noch nicht konnte. Und ich jetzt nicht weiß, was ich noch alles nicht kann. In meiner letzten Mathe-Klausur 13 Punkte, auf dem Zeugnis hatte ich 14. Das ist schon mal so, die Messlatte ist schon mal hoch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle mich für diese Klausur nicht so gut vorbereitet und ich hasse auch Stochastik. Ich setze mir jetzt Ziel 12. Das ist immer das... Nein. Ich hab Angst, dass ich mich enttäusche, ne? Aber also eigentlich, ich mag halt nichts unter 13 so. Aber... Ich sage euch Leute, Mindset ist wichtig und wenn ich lese, komme ich immer ein gutes Mindset. Gerade wenn ich sowas irgendwie Philosophisches, Motivierendes, irgendwie sowas Schönes, Inspirierendes lese, das ist gut. Also ich spitze gerade meine Stifte an. Das ist wichtig. Kugelschreiber mitnehmen, weil das von Anna nicht mehr schreibt. Okay, ich habe jetzt heute Morgen im Bett noch mal ein bisschen was geübt. Also ich bin einfach nochmal Sachen durchgegangen, so auf meinem iPad, so alte Übungsaufgaben. Und ich muss jetzt losgehen. Ich fühle mich nicht so aufgeregt bei den letzten Klausuren. Irgendwie waren die anderen Menschen nicht so aufgeregt wie ich. Keine Ahnung warum. Ich war sehr aufgeregt, weil ich mittlerweile irgendwie mein Mindset zum Glück ein bisschen geändert habe und jetzt eher so bin, okay, wenn ich das nicht kann, dann ist es auch okay. Ich habe das Beste gemacht, was ich machen konnte. Und ich freue mich jetzt so auf diese kleine Challenge. Und wenn es halt nicht wird, dann ist es halt so. Aber, ja Leute, let's go. Hi Freunde, es ist mittlerweile nach der Mathe-Klausur und wie ihr vielleicht schon an meinem fröhlichen Ausdruck erkennt, war die Klausur echt gut, was ich nicht erwartet habe. Ohne Witz, vor der Klausur hatten alle Angst. Alle hatten Angst. Und alle waren so, ich kann kein Stochastik. Keiner kann Stochastik von uns. Also ich habe mit so vielen Leuten geredet und es war irgendwie ein Struggle für alle. Also ich bin total zufrieden. Ich habe sie nämlich wirklich als eine Katastrophe vorher eingeschätzt, so ein bisschen. Ich denke, so 12 Punkte könnten schon drin sein. Ja. Und es geht aber natürlich weiter mit der Klausurenphase. Am Montag, übermorgen, schreibe ich Bio. Ich bin echt froh, dass ich so Bio und Mathe als erstes hatte, weil das sind meine zwei schlimmsten Fächer, sag ich mal. Und dann wird es relativ einfach. Habe ich noch Deutsch, Politik und Englisch. Das geht aber. Und gleich kommt ein Freund zu mir. Wir lernen heute zusammen für Bio und morgen treffe ich einen anderen Freund, mit dem ich auch zusammen Bio habe, also der auch in meiner Schule ist. Und dann gehen wir sozusagen morgen nochmal alles zusammen durch. Und mit dem Freund heute machen wir nur so eine Coworking-Session, weil er schreibt gerade Abi und er macht am Montag Abi. Er hat am Montag eine Abi-Klausur. Dann machen wir heute nur so Accountability, Coworking-mäßig. Perfekt, ich habe gerade meine Haare gewaschen, deswegen sehen sie so aus. Natürlich dürfen Snacks nicht fehlen, Leute. Ich habe einfach zwei Bio-Bücher und wir sind einfach nur Grundkurs. Trotzdem haben wir zwei Bio-Bücher. So, Leute, wir sind jetzt gerade... ich meine, wenn ich gerade
Video auf. Ich filme nicht so einen Klausurenphase-Vlog. Aber ich habe eine wichtige Frage. Habt ihr eine Idee, was man für ein Kostüm haben könnte? Mal kurz meine Lernstrategie für Biologie. Und zwar habe ich genau 3 Tage Zeit zum Lernen. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag ist die Klausur. Ich mache es ja immer gerne so, dass ich mich nur auf die nächste Klausur konzentriere. Das habe ich aus meiner letzten Klausurenphase gelernt, wo ich eigentlich alles machen wollte und gemerkt habe, es passt gar nicht für mich irgendwie. Und meine Strategie jetzt für die nächsten 3 Tage ist, heute werde ich alles alleine durchgehen. Also ich gehe alle Seiten komplett nochmal durch und mache mir Lernzettel. Das heißt, ich schreibe das auf, was ich denke, was wichtig ist und versuche einfach alles zu verstehen. Also heute habe ich schon mal alles gesehen, was rankommt. Morgen treffe ich mich mit einem Freund, der ebenfalls auf meiner Schule ist und eine ähnliche Klausur schreibt. Wir haben nicht die gleiche Lehre, aber halt das gleiche Thema. Deswegen werden ähnliche Sachen rankommen. Wir werden die Sachen durchgehen. Vielleicht wird er mir auch Fragen stellen, aber ich glaube, er ist ein bisschen besser in Bio als ich. Deswegen mal gucken. Ich werde morgen das ganze Thema vertiefen, sozusagen, dass ich wirklich alles verstanden habe. Und am Sonntag heißt es dann einfach auswendig lernen. Also einfach die ganzen Sachen oft durchgehen und Strategien anwenden, wie ich mir die Dinge eben gut merken kann. Die zeige ich euch dann ebenfalls am Sonntag nochmal, weil ich dann da bei dem Step bin. Und that's the plan. Sorry, dass ich heute beim Treffen nicht so viel gefilmt habe, aber ich finde es irgendwie ein bisschen unhöflich immer, wenn ich mich mit jemandem treffe und dann gefilmt wird oder so. Deswegen filme ich da bei diesen Study Dates jetzt nicht so oft und nicht so viel. Ich denke mal, ich verstehe das. Ja, ich lerne gerade noch ein bisschen weiter, weil ich eben heute komplett einmal alles durchgehen möchte und das ist schon echt eine Menge. Wir lernen jetzt Bio, ist mittlerweile der 2. Tag vom Bio-Lernen. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Brauchen mehr Ressourcen, um sich abzukühlen und aufzuwärmen. Und deswegen haben sie einen höheren Aufwand. Ja, es macht Sinn. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Also Körperoberfläche. Genau, ich erkläre dir das jetzt mal. Ich kenne die. Nee, ich erkläre es jetzt trotzdem. Okay, gerne. Also die Bergmannsche Regel sagt eben auch. Best you say I'm alright. And for the first time in a long time. So anstrengend. Ja. Weißt du? Ja. Also die steigt so, dann steigt die Körperoberfläche nur so. Die steigt nicht. Ja, so das hat aber keinen Sinn. Ja, die verschiedenen Gründe, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt, über den wir gerade reden. Das ist, wenn es wärmer ist, dann ist trotzdem die Masse geringer. Back a year ago. Ey, richtig krass, was passiert ist. Konzentrier dich kurz jetzt mal. Jetzt merke ich deine Schwäche endlich. Mann, ich muss es doch nicht erzählen. Okay, erzähl es, aber dann. Und zwar, ich bin den Berg runtergefahren mit dem Fahrrad. Also, es war sehr praktisch. Ja, okay, Bio. Stell dir mal vor, auf einmal so ein Typ steht da vor deiner, Scheibe. Ich würde rennen, Alter. Also. Flüssigkeit durch die Membran durch, die ist ja semipermeabel. Am anderen Komponent, der Druckgradient geht immer hin zur Lösung mit vielen Partikeln. Von der Pflanze, weil die verschließt ihre Spaltöffnungen, dann steigt der osmotische Wert. Der Saugwert steigt dann auch, das ergibt wirklich Sinn. Ja. Wir haben schon 2,5 Stunden gelernt. Jetzt machen wir eine Pause. 3. Haben wir gelernt. Jetzt machen wir eine Pause. Eigentlich machen wir schon die ganze Zeit Pause zwischendurch. Wir haben auch gerade schon gegessen. Guten Morgen, Leute. Beziehungsweise guten Morgen ist echt übertrieben. Mittlerweile ist es schon 15 Uhr und ich habe heute noch nichts gemacht. Ich war heute irgendwie sehr unmotiviert morgens, weil ich schon die letzten Tage immer so gelernt habe und heute irgendwie gar keinen Bock hatte. Ich habe gerade Haare gewaschen, geduscht und mich erstmal wieder richtig fertig gemacht, weil ich immer finde, wenn man sich fertig macht, fühlt man sich wieder wie ein neuer Mensch und wieder motiviert. Deswegen bin ich jetzt wieder motiviert, weil ich mein Zimmer jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann geht's ans Lernen, weil ich muss lernen. Beziehungsweise ich möchte lernen. Und
es ist mir wichtig, heute noch zu lernen, deswegen werde ich es auf jeden Fall heute noch machen. Also das ist meine Erinnerungsbox und die ist voll. Meine Erinnerungen passen nicht mehr rein. Oh, ich muss mal wieder meinen Schrank ausmisten, Leute. Ich habe wieder viel. Leute, ich habe gar keinen Bock, aber studying sucks less than failing. Leute, das ist so true. Lernen ist immer noch weniger blöd, als durchzufallen oder eine schlechte Note zu kriegen. Deswegen wird gelernt und ich habe einen kleinen Struggle. Okay, mein Problem ist so ein bisschen gerade, dass ich überlege, ob ich morgen um 5 Uhr aufstehen soll vor der Bio-Klausur. Denn eigentlich stehe ich ja um 5 Uhr auf. Aber das Problem ist, dass ich nicht ganz weiß, ob das so beneficial ist, weil ich dann ja erst meine Klausur um 10 schreibe. Aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, vor der Klausur nochmal was zu lernen. Oder ob ich lieber jetzt halt die ganze Zeit lerne und morgen dann einfach alles ruhen lasse und mich eher aufs Mindset konzentriere, wie ich es sonst immer mache. Deswegen, mola. Abola, jo. Ich glaube, ich mache das ein bisschen nach Gefühl. Ich lese einfach mal und dann gucke ich morgen, wie es mir damit geht. Because listen to your intuition, no? So, ich frage mich jetzt selbst mal noch schön Sachen ab, während ich was esse. Weil natürlich braucht man auch Energie dafür. Und ich mag es irgendwie beim Lernen zu essen, beziehungsweise beim Essen zu lernen. Das klappt irgendwie ganz gut. Ich erinnere mich gerade daran, dass an meiner letzten Bio-Klausur so war, dass ich am Ende noch viel Zeit hatte, eine halbe Stunde oder so. Und jetzt möchte ich mir vornehmen, dass ich mir vor der Klausur einen wirklich langen Schreibplan mache und länger über Aufgaben nachdenke und erstmal vielleicht so 20 Minuten, so eine halbe Stunde nehme, um einfach alle Ideen zu sammeln. Weil ich glaube, dass dann mein Problem eher bei den Ideen und beim Inhalt liegt so und nicht beim Schreiben an sich. Deswegen werde ich erstmal versuchen, viel Inhalt zu sammeln und dann zu schreiben. Diese Conclusion ziehe ich nämlich aus meinen alten Erfahrungen mit der letzten Klausur, dass das, glaube ich, sinnvoll ist. Und zwar ist nämlich auch ein Lernzettel von mir einfach alle wichtigen Begriffe der Ökologie. Und ich werde mich die jetzt einfach mal selbst abfragen. Also, enjoy! Ach, das ist ja dumm, man sieht es ja hier. Erstmal muss ich einen Screenshot machen. Und dann übermale ich die bei GoodNote. Nee, ich kopiere die Seite. Das ist doch schlau. Und dann mache ich da ein Bild rüber. Wir haben mal generell ein Bild rüber, hä? Voll schlau von mir. So, wie findet ihr das? Sehr gut. Findet ihr eigentlich meine wunderschöne Lampe im Hintergrund? Die ist noch nicht mal angeschlossen, ich benutze sie auch nie. Aber ich finde es total sinnvoll, dass sie da hängt, weil sie hat einen direkten Blick auf meinen Schreibtisch. Also wenn ich mal hier nachts arbeiten sollte, ohne Licht, dann wäre das perfekt. Ja, obwohl die Farbe und das Design vielleicht gar nicht mehr so gut in mein Zimmer passt. Aber was soll's, daran soll's nicht scheitern. Und deswegen muss man auch nicht gleich eine neue Sache kaufen, ne? Konsum ist auch nicht immer die Lösung. Eigentlich ist Konsum nie die Lösung. Aber sagen wir mal mit Bio weiter. Wo ist das schöne Diagramm? Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Aufgabe in der Klausur morgen sein wird, so eine Toleranz- und Optimumkurve zu zeichnen und dann zu beschriften und auszuwerten. Deswegen werde ich genau das jetzt mal kurz probieren und simulieren. Okay. Also ich hoffe, dass ich heute nicht so viel schwitze, weil ich habe ein helles T-Shirt an. Okay, Friends, heute Bio-Klausur. Ich sehe vielleicht gerade ganz glücklich aus. Ich weiß es noch nicht, wie ich mich fühlen soll, denn eigentlich, ich bin alles durchgegangen. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe echt wenig gelernt nur. Weil ich hatte halt nur diese 3 Tage und ich habe gestern echt wenig gemacht. Nur 2 oder 3 Stunden. Ja, ich kann so schlecht einschätzen, es können irgendwie 6 Punkte werden oder 14. Okay, 14 ist sehr unrealistisch, weil in meiner letzten Klausur habe ich sehr viel gelernt und ich hatte nur 13 Punkte. Deswegen ist das Beste, einfach Vertrauen haben. Confidence. Let's go. So Leute, jetzt mal kurz ein kleiner Bericht zu meiner Bio-Klausur. Und zwar war sie ganz gut. Also sie war anders als erwartet. Ich dachte nämlich, dass ja man noch mehr lernen muss. Also ich habe viel mehr gelernt, als eigentlich rankam dementsprechend.
Oh, das war aber okay. Jetzt, ich meine, man lernt ja immer fürs Leben mit und jetzt nicht nur für die Klausur. Ne? Deswegen, ja, war es ganz okay. Also, ich kann es null einschätzen. Das ist einfach die Sache. Ich kann es einfach gerade null einschätzen, wie die Klausur war. Ich glaube, sie war ganz gut. Also, sie war jetzt keine Katastrophe. Und yes, das war es auch schon von mir für diesen Vlog. Bald kommt der nächste Vlog. Nächste Woche wird so stressig. Ich habe 3 Klausuren in einer Woche. Subscribed, um nicht zu verpassen. Ich freue mich sehr, euch bald hier wieder zu sehen. Bis dann, Leute. Thank you.